Kirchenlehrer zu werden ist in der katholischen Kirche sehr, sehr schwer. Man muss gestorben sein, heilig gesprochen und eine außergewöhnliche theologische Leistung erbracht haben. Bis gestern traf das auf 30 Männer und 3 Frauen zu. Heute kam eine weitere Frau hinzu, Hildegard von Bingen. Das Verfahren dauerte 780 Jahre. Die erste Zeugenaussage für Hildegard wurde dem Vatikan noch auf Pergament eingereicht, die letzte kam per E-Mail. Die Heilige predigte schon im Mittelalter den sorgsamen Umgang mit der Natur und entwickelte Kräutertherapien gegen alle möglichen Leiden. Michael Stempfle. Danach sah ich eine Frauengestalt. Riesengroß wie eine Stadt. Ihr Haupt war mit wunderbarem Schmuck umgrenzt. Mystisch klingen die Visionen der Hildegard von Bingen, festgehalten in Schriften und Zeichnungen vor Hunderten von Jahren. Doch wie schon im Mittelalter hat die Nonne auch heute noch viele Bewunderer, gerade hier, an ihrer einstigen Wirkungsstätte Bingen. Seit heute trägt die Gelehrte nun den wohl höchsten Ehrentitel der katholischen Kirche. Sie ist Kirchenlehrerin. Ja, in jedem Fall hat sie das verdient. Ich verstehe nicht, warum diese Entscheidung so spät kommt. Erst heute hat der Papst ihr nun die außergewöhnliche Ehre zuteilwerden lassen, mehr als 800 Jahre nach ihrem Tod. Dabei war ihr Charisma, ihr Wissen und ihre religiöse Deutung des Kosmos in Rom unumstritten. Der Mensch, die Tiere und die Heilkräfte, sie alle sind dazu da, um das Göttliche zu erkennen, so die Annahme. Sie setzt ihr großes Wissen ein, um Menschen zu helfen, mehr im Einklang mit Gott, mit unserem Schöpfer und Erlöser zu leben. Die späte Würdigung ist auch erstaunlich, weil Hildegard einst Ratgeberin der Mächtigen war, auch des Papstes. Und tatsächlich, nach ihrem Tod hat Rom mehrmals versucht, die Äbtissin stärker zu würdigen. Doch ausgerechnet die zuständigen Theologen in Mainz trugen die nötigen Unterlagen nicht zusammen. Nun hat sich ein deutscher Papst darum gekümmert und erneut Wissenschaftler beauftragt, Hildegards Werk zu erforschen. Aber Benedikt XVI. War vollständig entschieden, die Sache jetzt zu seinen Lebzeiten zum Abschluss zu bringen. Und das hat er jetzt geschafft. Die mystischen Schriften der Hildegard von Bingen werden innerhalb der katholischen Kirche ab heute wohl noch maßgebender sein.